Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 1 mit Definitive Edition und ja, Deliro. So, wir haben in der letzten Folge es geschafft, hier ein sonderbares, eine Heldenschneide und ein sonderbares Schwert zu finden. Heldenschneide. Sonderbares Schwert. Ein wundervoll gefertigtes Schwert. Uralte Runen werden in die Klonen oder Xardas. Ja, wir sollen also jetzt zu Xardas damit zurück. So, jetzt ist aber die Frage, wir würden mal versuchen, wie weit wir jetzt hier kommen. Mit unserem gegenwärtigen Zustand hier. Wir gehen natürlich wieder hier lang zurück. Wir müssen rein theoretischerweise runter zu dem Typen da auf der Brücke, am Ende der Brücke, da müssen wir hin. So. Die Frage ist natürlich, schaffen wir das? Ja. Und da vorne ist ein Mini-Krabler. So, wir haben diese Drecks-Ulumulu hier an, immer noch. Ja. Feiern wir schon mal auf die 77. So, das Problem ist, wir kommen hier nicht hoch. Normalerweise kommen wir ja hier hoch, das wissen wir. So, wir können also hier hochklettern und so weiter. Hier an dieser Kante kommen wir normalerweise hoch. So, jetzt sind wir aber hier so ein Little Hero. So, was macht der Little Hero, um hier hochzukommen? So, erstmal hier. So, wir saufen erstmal Mana. Wir saufen so einen jetzt weg, hier kommt Scheiß drauf. So, dann speichern wir das hier ab auf der 77. So, behelfen uns hier, um diese Hürde zu überwinden natürlich. Nur, so, wir gehen hier vor, wo wir normalerweise hochkommen. Hier hinten an der Schräge kommen wir nicht. Und wir müssen uns ja auch hier der Gefahr aussetzen, durch den Minikrabler da hier geholt zu werden. No, nicht, dass wir uns jetzt den Vorteil rausnehmen und hier fort hochgehen mit dem 11.8. Und der Minecrawler nicht erreichen kann. No. No, was haben wir? Untote vernichten. Wo haben wir das Ding? Untote. Untote. Tote und Toten. Ja, beim Mufia. So. Das Ding kostet wirklich satte 5 Mana hier. 20 Mana. Das ist echt zum Kotzen. Deswegen sage ich ja. Ich weiß nicht, wie weit wir heute noch gehen hier. Aber zum Glück haben die scheinbar hier wirklich die Dings wieder rausgenommen. Die Templer. So. Wo ist es jetzt? Ja. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, hier drum rum zu kommen, um dieses Dings. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier kommen. Mit dem Little Hero. Nö. Ich würde sagen, den Marvel-Mutten hätten wir eigentlich schon hier offen lassen können. No. Ich weiß nicht, ob das Spiel davon ausgeht, dass wir an der Stelle schon hier den Dings haben sollten. So, hier vorne stoßen wir jetzt auf das gleiche Problem. Da kommen wir normalerweise, wie gesagt, das Problem ist klar. No. Wir fressen und saufen mal unsere Mana hier hoch. Aber bevor wir jetzt hier, wie gesagt, mit F8 hier da diesen Vorteil hier holen. So. Jo. Problem, was wir jetzt allerdings haben, wegen den Mini-Grablern hier hinten,
die jetzt gleich hier auftauchen werden. Das ist nicht euer Scheißernst. Jetzt haben die ja noch Sumpfeier mit reingepackt, genau. Die können es einfach nicht sehen, die Modder, wenn man hier mal hier, ich weiß nicht, ja, auf normale Weise irgendeinen Weg lang gehen will. Das können die einfach nicht begreifen. Das können die einfach nicht ertragen, oder? Da muss man zusätzlich so eine Drecks-Sumpfeier-Brot reinhacken, reinhauen. Warte. Wir versuchen was anderes. Pass auf. So. Wir versuchen das folgendermaßen. Komm, lauf. Wir versuchen jetzt die Feiglingstor, oder? Ja. Wir versuchen jetzt die Tor. Ja. Ja, ist es schneller? Was macht denn der andere Schalter? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich meine, die Dämonen soll ja nicht unbedingt ein Problem sein. Es geht ja mehr um jetzt diese Sumpfeihe hier. Die gehen mir auf den Sack. So. Haben wir es dann. Weil das Einzige, was mir jetzt am hier... Warum muss man denn unten nur Drecks hier noch reinsetzen, Mann? Was hat denn der Scheiß so zu suchen? Das kotzt mich sowas von an, jedes Mal an irgendwelche Stellen, wo es sich hingehört, so einen Dreck hinzusetzen. Was nehmen die überhaupt für Schaden hier? Gar keinen. Du sollst den Eisball benutzen, Mann! Was ist das denn? Mann! Ist das unser Feuersturm? Nee, wo ist unser Feuersturm? Mann, nimm doch mal den Scheiß! Alter, das könnte so einfach sein. Die Minigrafe sind nicht so das Problem. Aber die Dinger! Leck mich am Arsch. Leck mich doch am Arsch, Mann. Ihr müsst eben das Spiel komplett versauen mit euren Mods. Ihr sollt das besser machen mit den Mods. Und nicht schlechter. Das können wir vergessen hier. Brauchen wir gar nicht versuchen.
Ist doch wahr. Die machen nur Mist hier, nur Scheiße. Sie haben mein komplettes heiteres Gemüt wieder komplett verloren. Ja, danke schön. Nämlich ein Wichser, ehrlich. Wie gesagt, die Minikrabler, die hätten wir nicht mehr machen können, aber die Dinger. Die kleinen Helden kommen wir ja auch nicht. Der watschelt ja die ganze Zeit so langsam hier. Wir gehen wieder raus aus dem Schläfertempel jetzt und fertig. Wir versuchen das jetzt noch einmal mit dem Hauen. Und dann können die mich mal an die Füße fassen hier. Dann geh ich weg. Natürlich treffen wir nicht die Tür! Nein! Kein neues Spiel, Mann! Natürlich treffen wir nicht die Tür! Komm, leck mich am Arsch, wir gehen jetzt raus hier. Ich hab keinen Bock auf so dämliches Gemache hier. Meine Fresse nochmal, dann lasst euch mal was Neues einfallen. Anstatt irgendwelche Viecher zu postieren, wo sie nicht hingehören. So, wir gehen jetzt raus hier, leck mir am Arsch hier mit dem Scheiß. Bin doch nicht bescheuert. Natürlich schön, das sind Wasserviecher. Irgendwo haben wir mal gelernt in der Gothic oder so, dass so Wasserviecher Feuerschaden nehmen. Was nehmen sie für einen Feuerschaden? Gar keinen. Natürlich, wo kommt der denn her? Alter, die kotzen einander, ehrlich. Ja. Wir gehen auch so jetzt hier raus, wie gesagt, also. Leckt mich doch fett. Dann müssen wir das nächste Mal mit der Todeswelle das versuchen. Wenn wir die dann haben hier. Nee, aber mal ganz ehrlich, weil. Wir hätten das die Dämonen machen können, alles dort oben. Wir hätten überall bis und runter kommen können. Aber wegen diesen verfickten Drecksumfeinden dort unten, die unten überhaupt nichts zu suchen haben, kriegen wir das natürlich nicht. No. Junge, Junge. Die einfachsten Sachen wieder unnötig verkomplizieren. Ich habe keinen Bock mehr langsam, wirklich auf Gothic Mods hier, ehrlich. Die alle machen alles nur bescheuerter. Gerade Gothic 1. Und das sind also Zauber, die funktionieren auch nicht. Wozu sind wir dann Magier? Also Magier in jeglicher Form. Kann ich einfach nur davon abraten hier bei Leck mich jetzt am Arsch. So. Na, Mana füllt es nicht auf, dadurch ist das gut. So. Also mal ganz ehrlich, ne, wir haben das sonderbare Schwert, alles andere machen wir dann zum Schluss. So, wenn wir jetzt zum zweiten Mal, zum letzten Mal hier reingehen. Bin sowieso mal auf Gothic Remake gespannt. Also da bin ich wirklich drauf gespannt. Wie das da aussieht dort an dieser Stelle dann, also wie sie generell das Spiel vertempelt dann hier. Also da bin ich wirklich gespannt auf Gothic Remake. Ja. Ich hätte jetzt bescheißen können wieder beim Orkfriedhof da unten. Also aber beim Orkfriedhof, das war ja, sage ich mal, so ein Muster unten. Das ist ja, dort sind wir ja nicht weggekommen, ohne jetzt, dass wir hier, wir hatten ja den Balogorod der Marsch. Und da habe ich mir, dann hatte ich irgendwann den Kanal voll. Da habe ich das dann gemacht. Aber hier können wir uns ja immer noch entscheiden, ob wir die Sumpfheide jetzt machen, da unten, oder später. Aber wieso ist die Sumpfheide denn so ein Problem für uns? War die immer schon so ein Problem? Auch die normalen, oder sind das wieder irgendwelche Abarten davon? So, irgendwas Stärkeres, hier irgendwas modbedingtes Stärkeres.
Ja. So. Das Blöde ist, wir haben auch. So. Erstmal raus dort. Scheißegal. Erstmal raus dort. So, jetzt gehen wir erstmal nächtigen hier. Warum müssen wir uns jetzt jedes Mal Nacht sein, wenn wir irgendwo rauskommen? So, jedes Mal dasselbe. Wir kommen aus einer Höhle raus, aus irgendeinem unterirdischen Ding und es ist Nacht. Ja. Das Blöde ist jetzt natürlich an der Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir hier sechsten Kreis und sowas direkt lernen können. Ja, kommt dir auf. Oh. Und das nächste. Na, ich warte ja auch noch nächstes dran nochmal. Ich warte ja auf eine ganz bestimmte Sache gerade. Fällt mir gerade ein. Jo. Gut, dann gehen wir mal. Wo haben wir? Wo haben wir jetzt den hier Dunkelerz 72? Da haben wir noch 72 Dunkelerz. Wir haben die doch ausgegeben, oder? Behalten wir mal. Behalten wir mal. So. Ich meine, die Dunkelrune können wir trotzdem eigentlich herstellen. Aber das können wir ja, glaube ich, beim Xardas auch machen. Ach nö. Wir haben wieder keinen Teleportzauber zu ihm. Ist was? Ich lasse mich ja ungern länger von dieser Drecksmod verarschen, dass wir hier keine Teleportrune vom Xardas kriegen. Komm, wir gehen jetzt zum Xardas. Leck mir am Arsch. Ich benutze jetzt meine Teleportrune. No. Bin doch hier nicht behämmert, oder? Also, ihr könnt mir nicht alles wegnehmen hier. Also, irgendwann ist mal vorbei. Irgendwann ist mal genug. Ja. Jetzt mal so eine Drecksspruche da bei ihm kaufen. Meine unter anderem Teleportrunen, die mussten wir uns auch herstellen. Ich weiß nicht, wo wir uns die wieder hier herstellen. Dazu brauchen wir am Ende wieder unser ganzes Dunkelerz, hä? So. No, da haben wir uns direkt mal zum Xardas teleportiert. So. Ja. Wie gesagt, also ich habe langsam Kanal verlieren. Ja. Können wir das hier überhaupt? Wir gehen mal hier hin. Ja, der hat auch hier so ein Ding stehen. Runekreis 1 erschafft. Was ist denn? Warte mal. Können wir noch nicht. Hat er noch nicht drin stehen. Unterdrune, Feuerregen. Dämonenbeschwörer-Rune erschafft. Leere Dämonenbeschwörung, dunkle Rune erschaffen. Weil dauerhaft ist mit leere Dunkelrune. Ob wir das machen? Tod den Untoten. Könnten wir mal überlegen. So, warte mal. Runekreis 1, die Teleportrunen. Wo waren denn die Teleportrunen? Ich weiß nicht, ob die von dem hier mit dabei war. Feuermagier. Dämonenbeschwörer. Kein leerer Runenstein vorhanden. So, hat er hier so einen Ofen? Okay, wir müssen uns die herstellen hier. So, da brauchen wir aber erstmal. Sei gegrüßt. Ja. Hey, ich rede. Hey, Opa. Ich. Mann. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Jo. Du hast. Jo. Bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Jo. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Ja, Kleiner, geht weiter. Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen.
Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Guckt der Ich nach oben? Vielleicht auch nicht. Nö. No. Guck mal her. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her. Interessant. Hier steht Uriziel. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Jo. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Jo. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte? Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Jo, hier. Kann man die damaligen 30 Lernpunkte. Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Jo. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die paar blauen Stofflaken hier haben mich im unterirdischen Tempel nicht ausreichend geschützt. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Das kenne ich gar nicht. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Jo. Die paar blauen Stofflaken, jawohl. Ich suche. Was brauchst du? Du gibst mir erstmal wieder so eine blöde Rune hier mit, die Spruchrolle hier mit. Wir müssen mal gucken, ob wir tatsächlich eine Rune daraus machen können. Syrianisches Öl, 12. Das brauchen wir für irgendwelchen. Ja, Krempel hier, oder? Zum Brauen, was ist das hier? Reiner Alkohol brauchen wir auch. 40 mal 8. Komm her. Nee, jetzt habe ich es weggedrückt. Ich suche mal. Das. Ich hasse dieses Händlermenü. Nö. Ich. Ich werde mich erzwingen. Verliere keine Zeit. Berichte mir, wenn du. Ja, hör halt deinen Maul, Mann. Brauchst mir jedes Mal so einen Text hinterher schmeißen, wenn ich den Dialog verlasse. So, wir gehen erstmal zu den Wasermagiern. Ja. Lieber über was anderes reden. Wir gehen jetzt erstmal eine Dunkelrune mindestens herstellen. Ich weiß nicht, ob wir. Wir machen aber den Dämonenbeschwörer, die Rune. Könnten wir eigentlich machen, vielleicht hilft uns der Dämon weiter gegen die Sumpfheide dort unten und sowas. Aber, oder gegen die anderen Viecher. Aber ich weiß nicht, ob wir das Dunkelerb noch brauchen.
Am Ende sagte uns, wir brauchen für das hier, für Orizil, wenn wir eine Rune daraus machen wollen, wir brauchen eine Dunkelrune. Könnte ich mir auch vorstellen. Deswegen sparen wir uns das Ding tatsächlich mal auf für dann. Ja. Yeah. Ich halte mich da lieber raus. Der arme Kopf. Früher wäre das ganz anders gelaufen. So, Runenschmelzer. Wir machen eine leere Rune, bitte. Wenn du meinst? Nö. Yeah. Ja, so ein bisschen schneller hier. Ja. Was passiert mir nicht? Was braucht man noch dafür? Es war doch klar, dass Lauf. Wo war jetzt dieser Rundkegel hier oder dieser Rundkreisel? Hier nicht. Verlass dich auf jemanden und du bist hier. Ja, Rundkreis 2. Dämonenbeschwörer. Ja. Verwandte Dämonenbeschwörer, Teleportrune haben wir. Ja, nee, wie gesagt, Dunkelrune. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrung. Das ist der Witz ist, wir hatten. Hat sie mir für das Dunkelerz überhaupt abgenommen, als ich hier den Runenstein gemacht hatte? Das kommt mir irgendwie so vor, als hätte mir der mir das Dunkelerz nicht abgenommen. 50 Dunkelerz, nicht genug Mana. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Egal. Da wir die jetzt eh nicht benutzen wollen. Ich war ganz allein. Jo. Wir legen uns schon mal unsere Dingswaffe hier an. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Ja. Das sind doch alles nur Gerüchte. Wenn ich damit nichts zu tun habe. Ja. Haben wir das jetzt gemacht? Ja, haben wir. So, Xardas alter Turm. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Das ist nach wie vor so ein Ding mit Xardas Turm da. Mit dem, dass man dort nicht raus kann, ohne jetzt wieder hier rumzurennen. Das ist echt bescheuert. No. Das blöde ist, neues Kapitel hatten wir jetzt noch nicht. Ich würde noch mal kurz zu Riordian gehen. Was ich weiß nicht, wo wir noch Mana-Tränke herkriegen sollen, Mann. Das für dich, das muss ja nicht jeder gleich wissen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ich habe nichts zu tun. Das ist wirklich nicht mein Problem. Weil einerseits hast du kein Erd für großartig irgendwas zu machen hier. Und wenn du das Erd hast, gibt es keine Waren. In dem Fall Mana-Tränke. Hör auf, hier so rumzutanzen. Zu Ehren. Yeah. Zeig mir. Oh, der 1500. Er hat aber keinen Mana-Trink. Mana-Trank. Nee, ich brauche mehr Lernpunkte. Vielleicht später. Jo. Yeah. Wo war jetzt Alchemietisch? So, wo gab's denn Alchemietisch? Sein. Ja. Muss das ja alles so verteilt sein? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Erstmal abwarten. Komm, es wird sich auch nicht so heiß gegessen. Also der Riordian hier nicht ein. Der hat doch hier immer rumgezaubert. Geh doch ran hier. So. Mana-Tränke brauen. Alkohol, Steinwurzel, Rabenkraut. Steinwurzel, ein Alkohol. Lenkt wieder nicht. Ist denn ständig irgendwas? Keine ausreichenden Zutaten. Mann! Was willst du machen? Alles fehlt! Aber du kriegst es auch nicht wirklich. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Es war doch klar, dass es Ärger gibt.
nicht so weitergehen. Es ist nur wirklich nicht mein Problem. Aber als für dich, ich meine, muss ja nicht gleich jeder wissen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Glaubst du wirklich? Das hätte er doch besser wissen müssen. Manche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.